Ich möchte euch heute nämlich mitnehmen in den Musikzoo. Und da kann man die Tiere gar nicht unbedingt sehen, aber hören. Im Klangzoo sieht man die Tiere zunächst nicht, sondern man hört sie nur. Der Anleitende hat zwei Instrumente, die möglichst verschiedene Klangqualitäten haben und einen schönen Kontrast bilden. Dann nimmt er sich zunächst eins und spielt darauf den Kindern ein bisschen vor. Die können gerne die Augen geschlossen halten. Und dann fragt man sie, was für ein Tier sie sich denn da vorstellen. Eine Biene? Nee. Nee, ne? Nee. Nilpferd? Nilpferd, das könnte auch sein, ja. Eine Biene summt, ja. Eine Biene summt, genau. Und das klingt schon nach einem ganz großen Tier, ne? Mhm. Dann können sie zum Beispiel ihm beschreiben, wie das läuft, ob das hüpft oder eher schleicht oder stampft oder vielleicht fliegt. Und vielleicht auch, wie sich's anfühlt, ob es Fell hat oder sich glatt anfühlt. Wer weiß, manche Kinder hören sowas auch. Und dann dürfen sie sich dazu bewegen, so wie sie sich das Tier eben vorstellen, ohne das gesehen zu haben. Und dann läuft das Tier mal schneller und mal langsamer, je nachdem, wie man eben das Instrument spielt. Es bleibt plötzlich stehen oder wird langsam schneller und wieder langsamer. Nach einer Zeit nimmt der Anleitende das andere Instrument und macht dann im Grunde dasselbe. Also erstmal dürfen die Kinder mit geschlossenen Augen, nur wenn sie das wollen natürlich, hören und dann beschreiben, was für ein Tier sie sich da vorstellen und sich dann auch dazu bewegen. Und wenn man eine Weile sich mit dem Tier befasst hat, dann können die Tiere sich auch besuchen und eben abwechselnd spielen oder mit zwei Anleitenden vielleicht sogar gleichzeitig.